Ja, Krise, was ein Fight hier. 5-4, gewinnen die Bayern am Ende. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, am Anfang sind wir nicht so gut reingekommen, haben dann auch einen dummen Standardtor bekommen. Das ist wahrscheinlich gegen Bayern gerade Standards. Und davon haben wir dann 3 gekriegt im Endeffekt. Wahrscheinlich keine Standard-Gegentore kriegen, wenn du hier gewinnen willst. Dann mit der roten Karte. Es ist ein komplett anderes Spiel und dann haben wir gezeigt, dass wir auch nach vorne spielen können und Chancen rausspielen und haben das Spiel dann gedreht und ja, dann kurz nach der Halbzeit kriegt man da so einen Doppelschlag, sind dann hinten, dann sogar mit 4-2 irgendwann, dann ist es natürlich schwierig, da den Kopf oben zu behalten, haben uns dann aber gut aufgerafft und eigentlich überragend zurückgekommen, haben dann die Chance noch das 5-4 zu machen und am Ende ja, sehr, sehr, sehr bitter. Jetzt überwiegt die Enttäuschung erstmal heute und über die Nacht ab morgen ja, können wir uns vielleicht ein bisschen über die Leistung freuen und dann müssen wir auch schon wieder nach Köln schauen. Danke dir. Bobby, mir fehlen gerade auch irgendwie ein bisschen die Worte nach dem Spiel. Du hörst es in meiner Stimme, sie ist weg. Erzähl uns einfach mal, wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen, was wir hier erlebt haben. Die Unterstützung der Fans, wie wir auf dem Platz gespielt haben. Also mir fehlen auch selber die Worte. Einfach unglaublich, eine unglaubliche Geschichte, leider mit dem bitteren Ende für uns. Du hast 3 Tore hier in der Allianz Arena gegen den FC Bayern München erzielt. Was bedeutet das für dich? Ja, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Davon kann man nicht mal träumen, wirklich. Schade, dass es halt nicht mit einem Sieg gereicht hat. Das überwiegt so ein bisschen jetzt. Ich denke mal, in ein paar Wochen, wenn man zurückblickt, kann man auf jeden Fall stolz sein, was wir geleistet haben. Man kann auch jetzt natürlich stolz sein, aber es tut trotzdem noch auf jeden Fall ein bisschen weh. Alles klar, das war's schon. Schnatti, am Ende steht es 5-4 gegen die Bayern. Die Bayern haben gewonnen, knappes Spiel. 7000 Heidenheimer Fans oder sogar mehr haben euch begleitet. Wie hast du es heute erlebt? Ja, es war von Anfang an so wirklich ein Gänsehautmoment. Schon, wenn man hier reinläuft, auch zum Warmmachen. War schon eine Wucht des Stadions. Dann unsere Fans da oben zu sehen, die wirklich mit Mann und Maus hier waren, das war schon beeindruckend. Und dass so ein Spiel dabei rauskommt, ja, ist verrückt. Ich glaube, man hat sich vielleicht mal davon geträumt, dass man so ein Spiel abliefert, dass es so knapp ist, dass man selber vielleicht die Chance hat, auch das Spiel komplett nochmal zu drehen am Schluss, dass wir verlieren. Ja, ist natürlich in dem Moment trotzdem ein bisschen enttäuschend. Aber ja, ich glaube, wir können hier mit erhobenem Haupt, dass wir wieder abhauen hier aus München. Und ich glaube, jeder wird es anerkennen, was wir heute geliefert haben, was wir geleistet haben. Und man kann trotzdem nur noch mal Danke sagen an alle mitgereisten Heidenheimer. Ja, war beeindruckend, auch am Schluss, wie sie uns gefeiert haben und wir uns auch natürlich dafür bedankt haben. Ja, das glaube ich, das ist ein Moment, ein Spiel, das vergisst man nicht so schnell. Du hast den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, ich wusste, dass es noch relativ lang geht, das Spiel. Deswegen war es ein sehr besonderer Moment auch so. Ich glaube mir, dass man eben das gar nicht war, dass es wirklich der Ball drin ist und man jetzt führt in München. War natürlich ein unbeschreibliches Gefühl und auch von allem, wie alles gelaufen ist, ja, war sensationell. Deswegen ist wirklich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Alles klar. Glückwunsch.